Und wir kommen jetzt zum Klima. Die Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr den CO2-Ausstoß etwas gesenkt. Die globale Erwärmung ist aber nicht gestoppt worden. Im Gegenteil, 2020 war sogar eines der drei wärmsten je registrierten Jahre. Weltweit bemühen sich Staaten nun, das Klima zusammen zu verbessern. US-Präsident Joe Biden hat vergangene Woche zu einem virtuellen Klimagipfel geladen. Die österreichische Bundesregierung verhandelt derweil ein Klimaschutzgesetz mit einem ungewöhnlichen Notfallmechanismus. Wenn die Klimaziele verfehlt werden, soll die Mineralölsteuer automatisch angehoben werden. Was das bedeutet, berichtet Harald Jungreutmeier. Es kommt Bewegung in die Klimapolitik, zumindest was die Ankündigungen betrifft, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Die EU tut es, der neue US-Präsident Joe Biden tut es und andere sind zumindest bereit, darüber per Videokonferenz zu reden. Aber Ankündigungen sind das eine, konkrete Maßnahmen das andere. In Österreich arbeitet Umweltministerin Leonore Gewessler an einem Klimaschutzgesetz. In der ORF-Pressestunde bestätigt Gewessler einen Bericht der Kronenzeitung, wonach die Mineralölsteuer automatisch um bis zu 50% erhöht werden könnte, wenn die Klimaziele mit anderen Mitteln nicht erreicht werden. Wir arbeiten einen Entwurf, der wird jetzt fertig im Ministerium. Und ja, da braucht es einen Mechanismus, was wir tun, wenn wir die Ziele nicht erreichen, als letzte Maßnahme. Während von Umweltorganisationen Rückendeckung für den Plan kommt, lehnen Opposition und die Autofahrerorganisation ÖAMTC ihn ab. Die Rede ist von Klimapolitik auf dem Rücken der Geringverdienenden. Auch der Koalitionspartner hält nichts von Gewesslers Plänen. Naja, das klingt mir ein bisschen nach ideologiegetriebener Bestrafungsfantasie. Damit kann ich eigentlich nichts anfangen. Diskriminierungen von einzelnen Energieträgern oder einzelnen Antriebssystemen ohne Alternativen anzubieten, das ist unfair und ist nicht in Ordnung. Was das höhere Klimaziel der EU anlangt, so nehmen Wirtschaftsvertreter dieses zähneknirschend zur Kenntnis. Schon das bisherige 40%-Ziel sei verdammt ambitioniert gewesen, umso mehr das neue höhere Ziel. Es hilft nichts. Das Ziel ist jetzt vereinbart, also wird man versuchen müssen mit vernünftigen Maßnahmen, weil das Ziel allein löst ja noch kein Problem. Sondern was wir immer gefordert haben in der Wirtschaft ist, dass jetzt begleitend dazu konkrete Maßnahmen und auch Finanzierungsvorschläge auf den Tisch kommen. Kopf denkt etwa an Gratiszertifikate im Emissionshandel für energieintensive Industriesektoren oder Investitionen in grünes Gas als Treibstoff. Und dann gibt es noch jene, die die EU-Klimaziele grundsätzlich ablehnen, wie die FPÖ in einer Parlamentsdebatte diese Woche. China, das für 28% der weltweiten Treibhausgase verantwortlich sei, sollte den Ausstoß reduzieren und nicht Europa mit seinem vergleichsweise kleinen Anteil, sagt der blaue Energiesprecher. Wir reduzieren von 8% auf 4%. Nichts für ungut, das merkt die Erde, so wie wenn sie eine Mücke auf den Elefanten draufsetzt. Wenn er da nur nicht aus einem Elefanten eine Mücke macht.